So, good morning. Ja, neue Woche ist angebrochen. Es wird eine sehr arbeitsreiche Woche. Ich war gerade schon mit Harrison draußen. Es ist super heiß. Ihr seht es hier. Ich bin am Schwitzen. Meine Brille läuft an. Ich dachte, ich nehme euch mal mit. Hier seht ihr auch seinen Futterplan. Den habe ich mir so runtergeschrieben. Also als erstes kriegt der drei, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier drei Nahrungsergänzungsmittel. Das ist das Erste, was der kriegt. Mal Omega-3-Fischöl. Dann bekommt er Nature Mint, das sind Mineralien. Auch, was wir Menschen auch nehmen, unseren Vitaminkomplex, wo wirklich alle Vitamine den Tagesbedarf auch vom Harrison abdecken. Sein Futter. Das wiege ich jetzt ab. Er kriegt 125 Gramm. Das ist Fleisch. Weiß gar nicht, was es für Fleisch ist. Entweder Ziege, Lamm oder Ente. Was anderes haben wir nicht. Ist so klein. Und jetzt stelle ich das hier runter. Meine Umkehrosmose und jetzt kommt hier einmal heißes Wasser drüber. Das ist einfach nur ganz kurz zum Abschrecken, dass einfach Bakterien getötet werden. Jetzt kommen eigentlich zwei Esslöffel Gemüse dran. Rote Beete jetzt in Mini-Stücken geschnitten. Er sitzt jetzt hier. Jetzt braucht er ein Kommando. Oh, lass! Hat geschmeckt? War das Yemi? Fein! Versuche jetzt mal mit euch den Eiskaffee zu machen. Hier mal mein Becherchen. Das habe ich bei Starbee natürlich gekauft. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ungesüßte Kokosmilch, aber ich glaube, die reicht nicht mehr. Jetzt nehme ich mir so einen Löffel von dem Shake. Also ich habe den Shake, also der gehört zu dem Clean9-Programm, aber ich trinke den tatsächlich jeden Tag, weil es ist ein Soja-Isolat. Und das Ding ist, ich vertrage keine Laktose. Und deswegen habe ich auch so Eiweißshakes aus dem Fitnessstudio gehabt. Ne, von, ich glaube, wie hießen die? Weider? Oder wie nennt man die? Ne, Weider, glaube ich, gell? Also die fand ich auch super lecker. Aber ich habe super Blähbauch bekommen und wirklich Bauchschmerzen, weil ich halt Laktoseintoleranz habe. Und deswegen ist das hier für mich das Allerbeste, was es gibt, dieses Soja-Isolat. Und ihr braucht auch keinen Schiss zu haben, weil die meisten Männer, also ihr seht auch hier, 21 Gramm Eiweiß. Die meisten Männer haben ja ein bisschen Schiss vor Soja, weil sie sagen, wegen den Östrogenen, aber da braucht er echt keine Angst zu haben. Mal, ob das so klappt, wie ich mir das... Ist das Ding abgefallen? Na, also irgendwie... Entweder bin ich blöd oder... Ich glaube, ich bin blöd. Doch, es geht. Okay, ich probiere mal. Wobei klümpchenfrei ist es. Jetzt kommen ein paar Eiswürfli. Hier. Die ist orange. Ich mag orange gar nicht, aber ich finde diese Eisbehälter ziemlich cool. Also ich habe da einige davon. Also wir sind absolute Nespresso-Liebhaber. Wobei hier unten haben wir die Vertuo Pop, weil die halt einfach am besten hier farblich reinpasst. Wobei ich sagen muss, dass ich die kleine... Ich weiß gar nicht, wie die heißt, die normale besser finde. Weil du filmst ja gegen das Licht. Der Mann sagt, Unboxing machen. Weil die Dame gesagt hat, seit gestern liegt ein Paket in der Garage. Ich gehe jetzt gerade hin, hole das Teil hoch. Es ist ein Matcha-Set. Let's talk about Matcha. Ja, let's talk about Matcha. Ich habe vor... 22 bei Kikis Kitchen, ich glaube damals sogar live im Store, dieses Matcha-Pulver gekauft, weil ich einfach gedacht habe, Kaffee trinke ich gar nicht mal so gerne und Matcha ist ja auch irgendwie gesünder. Manchmal hole ich mir auch so ein Eist Matcha-Latte beim Starbucks und ich dachte, hey, gute Idee, bei der Kiki kaufen wir uns Matcha. Gell? Das fandest du eine gute Idee. Seit 2 Jahren liegt das Matcha-Pulver bei uns rum. Das ist noch gut. Weil ich nämlich kein Set hatte, um den Matcha zuzubereiten. Weil als ich es gekauft habe, habe ich gedacht, man rührt es einfach um. Aber da ist ja eine ganze Zubereitungsphilosophie dahinter. Das wollte ich gerade fragen. Braucht man dieses Set? Braucht man diesen Rasierpinsel, der da zum Aufschäumen benötigt wird? Oder ist es einfach nur eine Mache? Dass du dir sagst, ey, ich muss jetzt so ein Set kaufen. Was hat denn das gekostet? Das hätte mich auch mal interessiert. 30 Euro. Naja, gut.
30 Euro hin her. Aber das Ding ist ja, wenn du jedes Mal daraus eine Zeremonie machen musst, ne? Eine Zeremonie, dann wie oft trinkst du dann sowas? Was für eine Zeremonie? Also du musst es doch, keine Ahnung, du nimmst das Pulver. Bereite das einfach zu. Gestern hatten wir einen Podcast über die Schnellliebigkeit. Schnellliebig ist es halt eben nicht, ne? Dass du das Helm mal kurz anschäumst und aufgießt und du bist voll im Stress gerade, merke ich. Das sieht die Kamera gar nicht. Das ist nochmal Matcha-Pulver von Los Kikos und hier ist das Set quasi drin. So, kann irgendwie die Kamera nicht gescheit halten. Ach so. Also einmal ist hier drin irgendwie so ein Tuch, so was das Tuch ist. Check ich selber nicht. Dann haben wir hier ein Matcha-Handbuch, ja, wo genau beschrieben ist, wie man Matcha zubereitet. Dann haben wir solch einen Ständer für den Matcha-Pinsel. Sieht aus wie ein Giant Butt Plug, ey. Dann haben wir hier so eine Schale, wo das Matcha-Pulver reinkommt mit Wasser oder Milch. Dann wird es so geschäumt. Und ich fand es halt gut, es mit so einem Ausguss zu nehmen, dass man das gleich ausgießen kann. Dann haben wir quasi hier den Pinsel. Den Rasierpinsel. So. Ne? Nimmt man so, also. Upsa. Moment mal, ich glaube, ich habe bei der Nancy was in der Story gesehen. Was, so? Da kannst du die mal fragen, wie das funktioniert. Wieso? Weil die so letzte Woche, glaube ich, in ihrer Story hatte. Und dann so. Und hier haben wir dann auch noch so ein Sieb mit dabei, weil man quasi durch den Sieb das Pulver, also mit so einem, ne, mit so einem Löffelchen entnimmt man das Pulver, siebt es dann quasi hier so in die Schüssel und dann tut man das quasi mit dem Pinsel so verrühren. Das ist das ganze Hexenwerk. Was sagst du jetzt dazu? Wunderbar. Finde ich toll. Ja. Dass man auch vielleicht vom Kaffee wegkommt, ne? Du bist dich davon überzeugt. Nee, mich nicht. Ich mag Matcha nicht. Also jeden Matcha, den wir außerhalb getrunken haben. Ach Gott, so viel waren das hier nicht. Du hast schon. Ah, ab und hier an ist auch noch so ein Ding. War da schon ein Matcha dabei und. Ich glaube, hier kann man so das drauflegen. Vielleicht schmeckt der aber besser. Man weiß ja nicht, dass man so draußen alles kauft, ne? Jedes Mal. Und endlich wieder in der Waschanlage. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal jetzt war. Es war mega nötig. Das Auto war so datti, ey. Und ich bin jetzt eher am Einkaufen. War noch beim Doktor mit dem Opa. Genau, bin jetzt einkaufen und ich schwöre, ich hoffe, wenn ich heimkomme, dass das Paket von Nintendo da ist. Ich habe so feisten Bock drauf, auf diese Championship Edition. Nicht unbedingt nur aufs Spiel, sondern auf die, auf das ganze Thema Unboxing, die Verpackung, Nostalgie. Hallo. Jetzt ist er hier, glaube ich, im Blasvorgang. Ne? Jetzt wird geblosen. Ja, aber wieder hervorragendes Wetter. Ich glaube, heute ist 31 Grad gemeldet. Und drückt mir die Daumen, dass das Paket daheim ist. So, Kinas. Ich habe gepennt und die Jenny hat es schon aufgemacht. Aber nicht geguckt, was es ist, aber. Was ist denn los? Die Nintendo Championship Edition. Oh mein Gott. Seht schon die Esslänge hier. Oh, wo bin ich hier stehen geblieben? Wo war ich schon nicht gut? A plus. Aber warte mal, was ist denn hier? Wenn dies. Was ist hier die Challenge? Das muss
ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ja, okay. Ich habe dieses Hundeeis letztes Jahr schon gekauft und das MHD ist am Ablaufen und deswegen will ich das jetzt endlich mal schaffen, das zuzubereiten. Ich habe hier noch solche Eisformen geholt. Das packt man jetzt gleich mal aus. Also angeblich reicht das Eis für mehr. Schauen wir mal. Also so sieht es aus. Es sind auch so Eisstückchen mit bei. Also hier so Pfoten. Dann kann man das hier so abdecken. Und hier sind noch so Eisstäbe mit dabei. Okay, also man soll quasi hier so wie so Löcher. So. Eis. Da ist quasi wie so ein Beutel drin mit der Mischung für das Eis. Jetzt nehmen wir diese Mische. Also ich probiere es mal mit diesem elektrischen Ding. Was ich hier so reinfüllen, was auch semi gut klappt, muss ich sagen. So, jetzt ist hier noch diese Folie, die mache ich drüber. Und dann gefrieren wir das mal ein. Ne? So, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine richtig gute Idee ist, aber ich versuche es einfach mal noch hier in so eine Leckerli-Matte reinzumachen. Ich habe es jetzt in so eine Auflaufform, dass es mir nicht den ganzen Tiefkühler dreckig macht. Mal gucken. Good morning in the morning. Hier mit dem Harris unterwegs, relativ früh. Wichtig, weil es viel zu warm ist. Wir haben jetzt schon 24 Grad. Heute soll es irgendwie rund 34, 35 werden. Da fühlt sich der Harrison nicht so happy. War jetzt auch schon richtig träge. Deswegen geht es früh raus, dass er hier nicht allzu viel Hitze abbekommt. Vielleicht können wir den Pool aufbauen heute für den Harrison. Gucken wir mal. Ansonsten, let's go. Wochenende. So, let's go. So, der Tisch ist gedeckt, die Suppe kocht. Und solange es noch einigermaßen von den Temperaturen geht, habe ich ja, komm, gehen wir ein bisschen bügeln. Jawohl. Ich schwöre, wie das duftet, ne? Anstatt mit Sahne zu verfeinern, nehmen wir hier die Alpro Cooking Light. Spar Kalorien, schmeckt genauso. Und ab dafür. Wow, wow, wow. Einmal abschmecken hier. So, Jude. Gute. Ja, Jude und Jude. Badetuch. Ja, ja. Noch keine Sorge wegen der Temperierung. Naja. Warten wir mal ab, ne? So, auch just heute noch eingetrudelt. Das Case. Oh, habe ich es falsch bestellt? RS3, ich brauche RS3 Mini. Nee, der ist nebendran, Viktor. Guck mal. Neben der Kühlschrank. Schaut sich eh immer. Ja? Ja, ja.